Und täglich grüßen die Pungos, denn wir sind uns schon wieder jetzt im Krieg mit den komischen Froschern, die erneut sich unserem Kollektiv in den Weg stellen. Aber wir werden dabei glorreich unterstützt von unseren treuen Steinfreunden, nämlich den Steinkult unter Mörb. Und auf der anderen Seite haben wir allerdings einen Garanten auf Seiten der Froscher, nämlich das Reich der Eduka mit Strategieecke. Hallo ihr beide. Ja. Das Steinvolk grüßt. Die Eduka grüßen ebenfalls die Steinvölker und Pungos-Kollektive dieser Welt. Erstmal ist das eine Galaxie und zweitens gibt es nur eins. Ja, ich weiß. Das Plural ist da irreführend. Ja, wie verfahren wir denn hier? Diskussionsbedarf. Wie verfahren wir mit dieser verzwickten Lage? Weil ich bin auch, sag ich mal, je nachdem, was ihr mir hier darbietet, entscheide ich, ob ich über euch mit meiner Flotte drüber rubbel oder nicht. Na? Mein werter nackter Affe. Ich weiß ja nicht, so ob erst ihr mich mal, so erstmal nicht. Ich spreche sie ja als Kaiser auch nicht mit sie gefiedertes, schnatterndes Biest an, sondern ich... Ich schnatter auch nicht, na! Ich bin ein Eduka, ein Hoch-Eduka. Und jetzt bitte in Ehrwürde und auf Augenhöhe, wenn ich bitten darf. Ansonsten ist dieses Gespräch okay. Sehr schnell vorbei. Mein werter Nackt-Eduka, ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, dass ihr mit einem ziemlich aggressiven und expansionistischen Volk zusammenarbeitet. Die Froscher erklären uns schon seit Jahrhunderten hinweg den Krieg, ohne dass wir uns wirklich dort eingemischt haben. Sie haben sich einfach von sich heraus, von ihrer Froschperspektive, auf uns gestürzt. Dabei haben sie unsere Ansprüche, die wir im Norden erhoben hatten, lange bevor die Froscher dort waren, als auch im Süden, einfach unter den Nagel gerissen. Und sind seitdem auf aggressivem Fuße uns gegenüber. Wir versuchen nur rechtmäßig das zurückzuholen, was uns gehört. Also, die Froscher sind schon seit jeher, werden sie von mir garantiert, um in dieser Region Frieden zu schaffen. Anscheinend hat das ja nicht gereicht. Die Froscher gehören als Teil des Triumvirats der Forscher, als angesehenes Mitglied des Galaktischen Rates und schon seit einigen Jahren oder sogar fast schon Jahrzehnten festes Mitglied der Ratsspitze, finde ich es ganz schön schwierig, jetzt hier einfach kriegerisch tätig zu werden. Aber natürlich verstehe ich die Ansprüche der Pungos und ich akzeptiere sie auch, vor allem die nördlichen Gebiete. Das scheint mir berechtigt zu sein. Jedoch würde ich ganz gerne wissen, wie weit denn die Ansprüche im Süden reichen. Mein werter Nackthoch-Eduka, ich möchte an dieser Stelle noch einmal eine Sache ganz deutlich sagen. Forschung ist eine Sache, die dem Kollektiv zugutekommt. Aber Krieg hat nichts mit Forschung zu tun. Und solange Forschung nicht der Vordergrund der Froscher ist, können und wollen wir uns nicht als Kollektiv diesem unterwerfen. Das verlange ich ja nicht. Ich verlange nicht, dass ihr euch dem Froschers unterwerft. Diese Feindschaft kann ich ja verstehen. Den Krieg. Ich würde halt ganz gerne wissen, welche Ansprüche denn im Süden oder welche Expansionen denn im Süden geplant sind. Nun, die Expansion im Süden umfasst einfach die Systeme rund um Kashada. So heißt diese Kashada. Region. Also und dort quasi einmal in einem Kreis drumherum. Vom LR9-System bis zum Shaku-System, was inzwischen auch schon in eurer Besitz ist. Also die ganze Ecke da und diese Bubble da unten quasi, dieses Cluster. Genau. Damit wir an dieser Stelle unsere ehrwürdigen Planeten namens Zirk auch zurückholen können, aber kurz oder lang. Ein Planet, der sehr viel bedeutete, mein Vorfahren. Der war einst in eurem Besitz? Geistig, ja. Okay. Ich muss mal eben kurz gucken, wie der hier ausschaut, der Planet. Okay, das Spiel leckt gerade. Ja, ich hoffe nicht an ihn. Okay, ja. Also, das geht in Ordnung. Den Segen habt ihr. Das akzeptiere ich, dass diese Ansprüche dort durchgesetzt werden. Ich verlange aber, dass die Kernlanden der Froscher nicht angegangen werden. Also alles,
was westlich vom Dark Horse Nebel liegt und alles, was westlich von den nördlichen Gebieten liegt, die ihr gerade erobert, das sehe ich als das Heimatland der Frosche an, die Heimatsysteme. Alles, was quasi südlich vom Pungos-Kollektiv liegt, ist akzeptabel, wenn das durch kriegerische Handlungen erobert werden sollte. Können wir uns darauf einigen, dass ihr die westlichen Lande, also westlich des Dark Horse-Nebels... Ich weiß nicht, wo der Dark Horse-Nebel ist. Ganz im Süden. Ach, da! Alles, was westlich vom Dark Horse-Nebel liegt, also die vor allem die Planeten Uni, Barkola... wo ist denn die Hauptstadt eigentlich? Die ist ganz oben im Norden, ne? Oder wo ist die Hauptstadt? Wir dürfen aber hoffentlich die Gebiete zum Durchsetzen der Ansprüche zeitweilig besetzen. Ja, das unterliegt dem Kriegsrecht. Das ist vollkommen in Ordnung. Außer ihr fangt an, die Ländereien der Froscher zu bombardieren. Da kommen wir in einen Bereich, wo die Zivilbevölkerung natürlich außen vor gelassen werden sollte. Also militärische Einrichtungen dürfen gerne auch überall im Land zerstört werden. Prinzipiell finde ich das sehr, sehr nobel von Ihnen, Herr Nackt, Hoch, Menschen, Affe, du Forscher. Das mit Affe streichst du mal raus, dann ist schon in Ordnung. Nackter Affe, nackter Forscher. Boah, ja. Alter, jetzt legst du es drauf an, ne? Ich verstehe. Ich habe nur eine Frage an euch. Nochmal Affe und ich komme mit einer meiner Flotten runter und mache ein kleines Upsi. Nur ein kleines und gehe dann wieder weg. Aber noch einmal Affe. Bezüglich Ihrem kleinen Upsi möchte ich nämlich gerne einmal ansprechen. Und diese Frage müssen Sie nicht beantworten. Sie geht vor allem Richtung Stein. Okay. Mit welcher Berechtigung ist es Ihnen denn offengelegt, uns derart zu bedrohen, vor allem in diesem Falle den Steinkult, der militärische Macht in dieser Galaxie aussprüht, und ihn damit anzuzweifeln? Wer bedroht hier wen? Jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Oder den Vogel im Nest oder den Stein am Berg. Na, also, ich will es nur anmerken. Wer bedroht hier wen? Wir setzen nur durch, was die Pungos als ihr rechtmäßiges Land ansehen. Und genau das respektiere ich. Wir haben kein Interesse an diesen Landen. An den Systemen, das akzeptiere ich, das fände ich auch sonst, wäre alles anderen wäre quasi schwer zu verstehen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass ihr natürlich euren Verbündeten hier unterstützen wollt. Dementsprechend, ich bin euch sehr weit entgegengekommen, an den Pungos, ne? An den Pungos gerichtet. Sehr weit entgegengekommen und habe gesagt, dass ihr sogar mehr Ländereien erobern dürft in Zukunft, als ihr es eh schon gerade vorhabt. Ohne dass ich mich einmische. Ich stimme zu. Also ich stimme den Eduka in diesem Punkt absolut zu und möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass dieser Konflikt nicht unnötig eskaliert. Das ist löblich. Das finde ich ehrenswert. Oder wisst ihr, was Ehre ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Ihnen... Das wächst auf Feldern, ja. Natürlich wissen wir, okay, was Ehre bedeutet. Alles klar, dann kommunizieren wir hier auch nicht falsch. Dann bedanke ich mich für diese Antwort. Und dem Pungos mag es gesagt werden, sollten diese Regeln gebrochen werden, gibt es kein Halten mehr. Das gilt auch an den Stein, der als Lehnsherr das zu verantworten hat. Sollten die Pungos über die Stränge schlagen. Kein Halten mehr, dabei konnten sich eure Vorfahren so gut festhalten. Ich hoffe, dass ihr das versteht, ne? Weil ihr keine Hände habt, aber... Lassen wir mal weiterlaufen. Ja. Ich stimme natürlich in allen Belangen dem Stein zu. Wenn der Stein es so für richtig hält, dann werde ich dem Stein auch weiterhin so folgen. Aber ich möchte dem Stein trotzdem zu bedenken geben. Denkt daran, dass er denn auch immer mit seiner Wissenschaft dem spirituellen Wege der Steine folgen sollte. Und nicht die Bedrohung der Galaxis hiermit aufrechterhält. Gegen zwei Reiche. Mein edler Stein. Wir haben verstanden. Aber... wir haben kein Interesse an einem unnötigen Konflikt. Natürlich, natürlich.
Das verstehe ich aber gerade nicht, warum meine Prozente nicht so schnell hochgehen, obwohl ich hier eins nach dem anderen der Systeme plattwalze. Weil du Planeten brauchst. Du hast eigentlich das gerade eben ausgeschlossen, dass den Krieg schnell beenden könnte. Du musst Planeten besetzen, die Systeme sind völlig egal. Ja, dann besetze ich erstmal alle Systeme, damit der irgendwann auch Ruhe geben. Krass, gerade ist aber so ein leichter Leck drin, ne? Ja, es hängt davon, dass halt viele Flotten gerade von A nach B fliegen, ne? Sehr viel Bewegung im... Ja. Darf ich da durchfliegen oder ist da irgendein Upsi drin? Also solange du im Reich der Dingens bleibst, ist eigentlich alles in Ordnung. Ihr müsst nur aufpassen, dass euch die Flotten, dass sich eure Flotten nicht so begegnen. Ja, das war nicht so gut. Aber du führst einen Eroberungskrieg, ne? Ich? War of Conquest. Nee, ist ein Verbannungskrieg von seinen Völklein da aus meinem System. Ich habe keine Ansprüche auf ihn. Also ich sollte keine Ansprüche haben, das wäre sonst... Magische Ansprüche. Sie waren einfach da. Aber Stein, sag mir einfach, wo ich meine Flotten hinschicken, meine Armeen hinschicken soll, um mit der Befriedung der Gebiete zu beginnen. Im Norden. Besetzt die Gebiete im Norden. Was ist denn da passiert? Es befindet sich leider gerade eine... Stein, ich glaube, ich brauche eure Hilfe in meinem System. Ich weiß nicht, wo die feindliche Flotte der Froscher herkommt, aber sie umfasst 8000, 7000 Stärke, Schiffe. Ich sehe es und werde mich darum kümmern. Ich danke euch wie immer, mein werter Stein. Ihr seid der beste Stein, der mir begegnen konnte. Und ich habe eine Menge Steine gesehen in meiner Zeit. Die Xenos beleidigen mich schon wieder. Okay, deren Kriegsmüdigkeit schießt aber hoch. Oder ist das diese Kriegsmüdigkeit, die angezeigt wird? Kann das sein? Eine Sache an die Eduka. Wenn ihr die Flotten des Mafia-Myzeliums zu sehr attackiert, könntet ihr eine Bedrohung für die Galaxis heraufbeschwören, die ihr vielleicht nicht habt kommen sehen. Das Mafia-Myzelium hält nämlich seit Äonen die Xenos von uns allen fern. Sind sie geschwächt, könnten die Xenos als die Seuche über uns alle hereinfallen, die sie sind. Okay, das mag ich natürlich zu beachten. Dann werde ich diesen Krieg so minimalistisch halten, wie es geht, damit das Mafia-Myxilium weiterhin als Schild für diese Welt dienen kann. Wir fahren da halt so drüber über die, ne? Also wir haben halt schon ein paar Verluste erlitten, aber alles halt halb so wild bis jetzt. Um die Industrie kümmern wir uns gleich. Wir müssen jetzt erstmal um den Krieg hier kümmern. Puff, weg. Die kommen hier an und sind tot, wenn sie, bevor sie ankommen, ne? Also, selbst deren Sternbasen sind halt nichts für uns, ne? Ich möchte mich sehr bedanken, mein werter Stein, denn die Flotten
leider aufgrund der Wirtschaftskrise, die unser Land einhergefallen ist, sind wir nicht so stark unterwegs. Das sehen wir. Den Krieg gegen die Dings. Schön. Es ist immer gut, wenn man weiß, dass wenigstens noch ein bisschen Salzstein in die Wunde kommen. Also wenn wir hier unten einmarschieren würden, die hätten keine Chance gegen uns. Ich finde es ja immer noch witzig, dass die KI tatsächlich Transportschiffe produzieren kann in besetzten Gebieten, ne? Jo. Oh, ich bin so froh, wenn ich endlich eine Armee wieder aufbauen kann. Es kommt zu einem Zusammenstoß. In Queso. Queso, lecker. Oh. Wo befindet sich denn Queso? Und wer stößt auf wen? Die Flotten des Steinkults greifen die Froscher an. Wenn ihr mit der einen Flotte geschafft habt, die Froscher zu besiegen im Südwesten, im Süden ist es leider auch gerade ein bisschen... Nun ja. So. Die einzige Macht der Pongos ist versagt. Die Stärke der Eduka wurde bewiesen. Und wurde dargeboten. Das Mafia Mycelium hat überhaupt keine Chance gehabt, in keinster Weise sich gegen unseren Willen durchzusetzen oder unserem Willen zu widerstehen. Ihrem Willen kann keiner widerstehen. Sie Charmeur. So, meine Damen und Herren, ne? Erster großer Konflikt ist durch. 5-Jahrespläne ist das nächste. Ganz gerne dann. Mining Station lost. Das ist ja lustig hier. Ist das eine Piratenflotte? Kann das sein? Habe ich hier Piraten? Tatsächlich. Tatsächlich Piraten. Kann bleiben. Ships upgraded. Ships upgraded, wunderbar. Dürfen repariert werden.
Werter Froscher, in dem einen System, in dem sich eure Flotten im Norden befinden, ist leider die Armee zu stark. Da kann ich nicht anlanden. Momentan noch. Ihr müsst das mit den Eduka klären. Denn sie haben mir Bombardierungen untersagt. Welches System soll denn bombardiert werden nochmal? Welcher Planet? Molbion, in dem System. Loga Spring. Molbion, da oben, okay. Und Stein, ich brauche dann eure Flotte demnächst im Süden einmal kurz. Ihr habt die Erlaubnis, Molbion zu bombardieren. Danke. Er bombardiert ja de facto nur seine eigene zukünftige Welt, ne? Genau. Damit habe ich gar kein Problem. Als Kaiser. Molbion? Das ist aber Kernland. Echt? Das ist nicht mehr für mich. Das ist eigentlich Heimat. Ach so, Molbion, ja, das ist das Problem. Das muss man halt nehmen, sonst kriegen wir keine Kriegspunkte. Ne? Ja, genau, deswegen erlaube ich es euch auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Katz-und-Maus-Spiel läuft halt jetzt, ne? Ah, ich muss, also danach werde ich erstmal ein bisschen Richtung Militär zurück. Scheiße, ey. Also für so ein militaristisches Volk ist dein Militär schon echt arm, ne? Ja, gut. Ohne Moos nichts los. Das ist logisch, ja. Aber wenn es so weitergeht, muss ich bei Mafia Mycelium demnächst auch mal sagen, jetzt reicht's. Ich hatte so die Schnauze voll, ne? Also, die Hunde, was die bei mir mal an Kosten verursacht haben, das kannst du nicht vorstellen, ey. Ja, Tito, bei mir auch, du. Also, das ist einer der Planeten, macht richtig Trouble. Richtig Trouble. Die Froscher nutzen Roboterarmeen. Das sind auch Forscher. Das ändert ja nichts an der Perversion, Roboter kämpfen zu lassen, anstatt guten Leuten. Roboter sind gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft. Ich verstehe nicht, was die dann... Habt ihr euch nicht dafür ausgesprochen, dass sie versklavt werden? Das wird ja wieder behoben, dieser Irrsinn. Ach so. Ja. Fähnchen im Wind. Genau, richtig. Das hat es nie gegeben. Das ist Propaganda. Anti-edukische Propaganda ist das. Aha. Ich habe eine Flosse auf euch. Ich kann keine Forschung mehr auswählen. Ich klicke drauf, aber es passiert nichts. Klingt tragisch. Wahrscheinlich hast du schon eine am Laufen. Du hast einfach nur irgendwie anders eine Technologie bekommen. Ah, nee, ich glaube, ich weiß, woran das lag. Also, was soll ich jetzt bombardieren? Molbion. Genau, das war der Wunsch. Genau, da ist ein großer Planet drin. Und ein Fortress. Ja. Und ich gehe da schon mal in Orbit rein. Initiating communications. Dologas Spring, genau. Hab's gesehen.
Ich versuche gerade eben dieses Katz-und-Maus-Spiel einfach zu gewinnen, ne? So ein richtiger Klassiker, ey, mit der KI. Ey, das ist, wird im Endgame noch so viel schlimmer, sobald Sprungantriebe da sind. Dann macht es einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Aber man muss sagen, es ist immerhin noch ein bisschen besser geworden, als es früher war. Stimmt. So als kleiner Wehmutstropfen wenigstens. Das stimmt. Construction complete. Technology discovered. Tja, was machen wir, ha? Huh? Technology discovered. Was machen wir? Mit unseren freien Plätzen hier. Wir können weiter auf Forschung setzen, aber wir rennen eh alle weg. Wir können weiter auf Legierung. Legierung wäre, glaube ich, der nächste Weg. Mehr Legierungen. Hier oben haben wir einen Industrieplaneten. Sehe ich das richtig? Auch immer ich den da jetzt gebaut habe. Wir begrüßen ein neues Mitglied im Galaktischen Rat. Das haben wir gemerkt. Ein neues Mitglied im Galaktischen Rat. Genau, so habe ich mir auch erst gedacht. Hä? Kommt die denn her? Oh, sind die mit euch verwandt? Sie sehen ebenfalls so. Nackt aus? Sag ich habe nichts gesagt. Sag nicht Affe. Ich interpretiert nichts an meine Worte. Ich rate davon ab. Ihr nackter Forscher. Ich weiß gar nicht, weshalb ihr Affe als Beleidigung anseht. Ich meine, ihr stammt doch vom Primaten ab. Vollkommen korrekt, aber mit dem Begriff Affe schwellt auch etwas anderes mit. Was unsere Forscher haben herausgefunden, dass sie de facto Nacktaffen sind. Seht ihr? Also ganz, ganz kurz mal out of character gesprochen. Das ist tatsächlich der Fall. Also wurde uns im Biostudium gesagt. Wir sind Nacktaffen. Wir sind ja auch Primaten. Ja, vollkommen korrekt. Nee, das wisst du, man könnte uns sogar wirklich als das bezeichnen. Intelligente Nacktaffen. Sind richtig. Nacktkatzen die wahren Lenker dieser Welt? Das schließe ich aus dieser Frage. Nacktkatzen? Nacktkatzen, ja. Weil Katzen lenken Menschen und Nacktkatzen sind dann intelligente Katzen? Wenn nackte Affen intelligent sind? Also alles, was nackt ist, ist intelligent. Dann ziehe ich mir erstmal jetzt meine Hose aus. Sehr schön, aber bleib bitte sitzen. Wie weit ist denn das jetzt hier bei Molbion? Kannst du da den Max landen? Ach so, habe ich gar nicht mehr geguckt. Die werden immer weiter bombardiert und bombardiert. Ja, die sind noch ein bisschen 200. Sag mal, wie schwach sind deine Landungstruppen, Mann? Ich kann ja noch einen Ausdruckstanz dafür aufführen, wie wenig Einheiten ich hatte. Ja, es sieht fast so aus, als ob deine Leute hier ihren Namen tanzen. Als du mich vasalisiert hast, hatte ich nichts. Also gar nichts. Ich habe die Flotte noch aufgelöst gehabt, bevor du mich vasalisiert hast. Alles. Ja, das ist ein Grund, aber keine Ausrede. Dann einfach die Zivilbevölkerung hier losschicken. Wo ist denn jetzt meine Kamera hingesprungen? In irgendein wildes System und daraufhin ist meine... Ja, geil. Okay, nee, passt noch. Ist wie ein Warhammer 3 gewesen. Auf einmal ist meine Kamera irgendwo hingesprungen. Kennen wir uns ja mit aus. Alles halb so wild. Hab ich direkt auch vorbereitet. Construction complete.
Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es ist schon wieder vorbei. Okay. Also wir werden gleich noch ein paar Forscher bauen, unsere Forschung zu pushen. Wir müssen gleich mal gucken, was hier oben abgeht. Gas haben wir wieder zu wenig. Da müssen wir ein bisschen ransetzen. Und wir kümmern uns um Energie. Aber da sind wir dran. Mineralien sehen wieder einigermaßen okay aus. Mineralien müssen wir noch mal ein bisschen pushen und dann auf Legierung gehen. Das wäre jetzt der nächste Weg nochmal, dass wir nochmal wieder solide Legierung generieren. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut und ciao.